Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. So, dann laden wir doch mal den letzten Spielstand. Hoffentlich sind die Ladezeiten nicht allzu lange, weil ich habe das auf einer SSD installiert. Also da kann man schon erwarten. Naja, doch, sie sind lange. Es ladet wirklich lang. Ihr könnt euch erinnern, wir sind hier jetzt. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. So, dann. Gibt's das immer noch mit Q? Ah, hey. Wow. Und endlich Muni, das ist halt schon geil. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnungen. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Joi. Ich liebe die Kletterszene in Tomb Raider. Die macht einfach so viel Spaß. Na komm. Yes. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Wenn ihr jetzt Nebengeräusche, also hohe oder starke Lüftergeräusche hört, das ist mein Laptop. Da installiere ich jetzt auch gerade Rise of the Tomb Raider drauf. Weil morgen bekomme ich noch ein Fenster. Das ist eine Art Markierung. Also ein neues. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Boah, die Grafik. Hier ist es. Dad hatte recht. Oh mein Gott. Geil. Okay, hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Sprachkenntnisse. Ein geheimer Eingang. Na dann, let's go. Wow. Wow, 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 wow. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Sieht gut aus. Ach, du Scheiße. Halleluja. Ah. Immer noch ein Feuer. Da geht's wohl nicht lang.
Nein, ich bin so blöd. Oh, mein Gott. Dummheit tut weh, eindeutig. So, die Frage ist nur. Aha. Oh nein, sie sind schon hier. Ich muss da rein. Was soll ich jetzt machen? Ich würde mal sagen, springen! Geiler Shit. Cool. Absolut cool. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Oh, meine Schießgünste. Ja, man, wirklich unendlich. Kann ein Schwert nehmen. Oh, das ist ja fett. Nee. Schade. Oh, die altmodische Fackel hat mir fast besser gefallen. Vielleicht kriegen wir sowas noch. Ja, die Grafik beeindruckt mich auf jeden Fall. Wenn AMD-seitig jetzt mal noch ein Treiber-Update kommt und ich den auch in 4K aufnehmen kann. Nice. 4K-Aufnahme mit 60 FPS. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity Orden. Der Prophet ermordet durch den Trinity Orden. Solche Sachen muss man immer erkunden. Mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Die können wir uns später noch angucken. Wow! What the hell? Holy crap. Das war echt knapp. Sprengen sich den Weg frei. Okay. Vielleicht kann man so die alte Plattform lösen. Dann sagt man durch Tomb Raider wird mal blöder. Also wer das sagt, der soll das mal zu mir persönlich sagen. Das ist ein Augengeschicklichkeitsspiel.
erinnert man sich ja noch an die ganz alten Tomb Raider, Underworld und so weiter. Da konnte man auch schwimmen. Unglaublich. Sieht schon Hammer aus. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn ich es anheben könnte. Ja, gut. Okay. Mein Herr. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier da hoch? Oh, komm schon. Mein Herr. Ah, nochmal genau das gleiche. Cool. Eine falsche Strategie, wenn wir hier drüber gehen. Aber es gibt gar nichts anderes. Ach, ich bin schon ein bisschen blöd. Aua. Okay. Alles klar. Das Wasser muss steigen. Sie wohl da drauf bleiben, wo es ausschaut. Ah, mal wieder Idee. Da drauf könnte man aber auch höher kommen.
Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Frage ist, welche Wand? Komm, 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 komm. Ah. Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Tja, die Frage ist nur, wie kommst du erstmal da hoch? Das ist das Problem. Tja, so einfach ist es wohl doch nicht. Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Habe ich nicht beim letzten Tomb Raider schon gesagt, dass die ewige Wiederholerei nervt? Leute, muss das sein? Mein Herr, die letzte... Aha, die liegen da immer. Und da alles wieder zurück. Wirklich wär's. So, ist denn jetzt da die brüchige Wand? Ah, nee, auch nicht so. Aber die Frage ist nur, wie komme ich da hin von der anderen Seite? Boah. Halleluja. Ich schaff's auch hier alle Fallen zum Auslösen. Dein Ernst. Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Ah, also wenn ich hier drauf springe. Oh je. Das ist tricky. Ja gut, ob das jetzt hier auch wieder kommen wird. Jede Menge Münzen. Wenn ich auf diesen Balken komme. Balken da oben. Also, ja.
Was es mit diesem verkackten Schloss auf sich hat, weiß ich bis jetzt noch nicht. Was hat es schon damit, wird sie wohl was auf sich haben. Die Frage ist nur was. Das ist nur tricky. Ja, dass die Dinger da nicht halten. Hätte ich mal verstecken können. Beiseite. Oh je. Lass mal Logik beiseite. Oh mein Gott. Aber ihr merkt, es ist schon spät. Konzentration ist im... Ja. Ich bin irgendwie auch gerade ziemlich schlecht gelaunt wegen morgen. Oh je, beim nächsten Mal gibt es schöne Kämpfe. Ich freue mich schon. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein.
Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Speichern wir hier und dann würde ich sagen, war's das mit dem Let's Play von Rise of the Tomb Raider. Beim nächsten Mal könnt ihr euch auf eine schöne Schlacht freuen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.